Hallo liebe Rasenfreaks, heute ist es soweit. Ja, er kommt, Freaks, da ist er. Da kommt die neue Maschine, direkt aus Bayern. Ja, von Flo, da ist er, yeah. So, schauen wir mal, was es ist, schauen wir mal. Uiuiui. Da ist sie, yeah. Ja, Freaks, es ist tatsächlich eine Rasenbaumaschine. Eine handgeschobene Rasenbaumaschine, die Sempner, irgendwie, was heißt die, 50? RS50. RS50 HI, genau. Ja. Mit den Flügeln, Mutterchens. So. Ich glaube, das ist der Warte mal, das ist, glaube ich, der Igel aktiviert. Jetzt ist er weg. Ne? Ja. Yeah. Du sagst jetzt zum Hochziehen. Naja. Genau. Den kannst du wahrscheinlich auch noch in der Höhe justieren. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, das geht nicht. Der hat eine Höhe. Ja, hat eine Höhe. Vielleicht müssen wir den Kasten drauf machen. Es gibt ein paar Videos dazu. Zu dieser Maschine, aber das sind tatsächlich Videos in einer ausländischen Sprache, also nicht in Englisch. Fand ich auch sehr interessant, dass es da doch wenig Material gibt. Egal. Kamera läuft noch, jawohl. Herr Freaks, ich bin gespannt, wie das Ding sich bewähren wird. Cool. Also genau, das ist eine Rasenbaumaschine zum Einsehen von Saatgut, von Rasensaatgut. Und die ist handgeführt, die kleinste Maschine, die ich so auf dem Markt kenne. Die Maschine ist auch relativ teuer. Ich habe sie halt gebraucht, erstanden bei eBay. Und in einem der nächsten Videos irgendwann, vielleicht auch erst, wenn wir hier neu einsehen, werde ich die Maschine nochmal ausführlich erklären. Ja, soweit das Video. Ganz kurz Vorstellung meiner neuen kleinen Maschine hier beim Rasenfreak. Könnt ihr mal schreiben, was ihr davon haltet. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. So, gut. Hoffentlich kommt das Frühjahr bald. Fertig, alles dreckig. So, danke fürs Zuschauen. Tschüss.